Hi, ich bin Jochen von Malz und Metal. Götterfunken oder Teufelswerk? We'll see, der Balachin, 17 Jahre aus dem First Fill Bordeaux-Fass zum 10-jährigen Jubiläum von Götterfunken TV. Hier ist das Ding und jetzt launche und hoch die Halle. Servus Malzrocker, es ist Sonntag, ihr habt euch wieder in meine gemälzte Kleinkunstbühne durchgeklickt. Heute geht es nicht nur um den Whisky, den ich euch mitgebracht habe, sondern auch um denjenigen, der den Whisky rausgebracht hat. Whisky, Balachin, also ein rauchiger Edredauer, 17 Jahre aus dem First Fill Bordeaux Hogshead, 50,4%, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, ist eh klar, ist ein Einzelfass. Wie viel hat es gegeben? 263 Bottles. Also wer noch eine will, muss sich ranhalten. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Wer hat ihn rausgebracht? Ja, der Daniel Beutner mit seinem Götterfunken TV. Wahrscheinlich dem ein oder anderen von euch ein Begriff. 10 Jahre gibt es den mittlerweile. 10 Jahre ist der mittlerweile am Start. Und das heißt, seit 10 Jahren gibt es dort Zigarren, Whisky und Rum-Tastings. Seit 10 Jahren gibt es dort Ausflüge in die Philosophie und Literatur. Ja, und seit 10 Jahren geht es da eben um Genusskultur und Kulturgenuss. Das ist ein herrliches Wortspiel. Sein Wortspiel im Übrigen. Also nach seiner Aussage geht es darum. Und ich muss sagen, ich gucke da echt super gern seit vielen Jahren vorbei, weil es ist einfach so richtig herrlich aus der Zeit gefallen. Ne? Der Daniel Beutner, der hat, ich glaube, mittlerweile über 100.000 Abonnenten, hat ganze 59 Videos in 10 Jahren veröffentlicht. Und ich finde das einfach so geil aus der Zeit gefallen, so herrlich gegen den Trend, ne, wo man irgendwie meint, man muss irgendwie alle 2 Tage irgendein Zack- und Zisch-Video rausbringen, damit man da verzweifelt auf ein paar tausend Abonnenten kommt, auch wenn es dann die einzelnen Zugriffszahlen der Videos überhaupt nicht... ist ein anderes Thema. Es ist einfach herrlich gegen den Trend. Jetzt ist es so, ich bin mitnichten ein solcher Feingeist wie Daniel, mitnichten in Literatur und Philosophie ähnlich gebildet oder auch nur interessiert, mitnichten Zigarrenraucher. Aber ich schaue einfach die Videos wirklich gern an. Ja, ich verstehe dann manches nicht. Ich höre da einfach nur so ein bisschen zu, lass mich da berieseln. Und manchmal passiert es dann auch tatsächlich, dass ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen wegdöse und dann denke ich, Video schon vorbei. Ja. Ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach nur, weil es einfach super entspannend ist. Und deswegen habe ich auch bei dem diesmal gar nicht lange überlegt. Mir war auch der Preis relativ wurscht, weil am Ende des Tages sind die Videos von Daniel Beutner, ja, wie alle YouTube-Videos, umsonst. Ich kann ja kostenfrei drauf zugreifen. Das heißt, für die vielen Stunden der Entspannung war das sozusagen meine Art von GEZ-Gebühr an den lieben Herrn Daniel, an den Daniel Beutner. Und da ist dann einfach auch ein Stück weit honoriert, dass ich seinen Content eben kostenfrei genießen kann. Ach übrigens, by the way, bei mir müsst ihr auch keine GEZ-Gebühr bezahlen. Ich freue mich, wenn euch gefällt, was ich tue. Lasst mir einfach einen Daumen hoch da, schreibt mir einen Kommentar, lasst mir ein Abo da. All das hilft für den Algorithmus und das ist dann sozusagen meine GEZ-Gebühr beziehungsweise euer virtueller Applaus für den Künstler. Lirum Larum, der Whisky als solches, der Balachin 17 Jahre kommt dann auch nochmal dazu. Also die 160 Euro sind durchaus sportlich, aber man muss halt auch da dazu sagen, so allzu oft findet man eben einen Balachin mit 17 Jahren Alter, Einzelfassabfüllung, First Fill Bordeaux, den findet man jetzt eigentlich auch nicht so häufig. Und das ist doch jetzt irgendwie der perfekte Schwenk zum Whisky. Perfekter Schwenk zum Whisky und dann war mal kurz der Strom weg. Lasst euch nicht stören. Ich weiß nicht, ob man es hört. Hier scheppert's und ballert's ganz schön. Ordentlich Gewitter. War richtig heiß heute mal wieder. Also, back in the ring.
Balechin. Balechin Cigar Malt recommended. Wie gesagt, Balechin ist ein rauchiger Edredauer. Edredauer, boah, ich weiß nicht, wie oft ich da war. Sicherlich schon 3-4 Mal. Ist eine ganz, ganz tolle kleine Destillerie in den Highlands. Home sozusagen, Homebase des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage. Signatory Vintage, Andrew Symington. Übrigens, beim Intro habe ich auch ein Bild drin, wo wir da so genüsslich an zwei Fässern rumschnüffeln. Ist natürlich gestellt ein bisschen, aber das war tatsächlich, durfte ich dafür einen kleinen deutschen unabhängigen Abfüllereiverscheid, klein aber fein, mithelfen, Fässer auszuwählen, dank Stefan Bügler. Und das ist tatsächlich mitnichten so eine romantische, wie das so diese romantische Vorstellung ist. Man sucht sich dann da die besten Fässer aus. Nix, zack, rein, ab ins Büro. Hier ist die Liste. 20 Fässer stehen heute zur Auswahl. Treffen Auswahl, eine Vorauswahl. 4, 5 kannst du probieren. Ab ins Warehouse, zack, und ab dafür. Ja, also das ist schon, hat nichts mit Romantik zu tun. Da wird Geschäft gemacht. Edredauer selbst war früher die kleinste Destillerie Schottlands. Irgendwann war es dann, glaube ich, nur noch die kleinste Destillerie auf dem schottischen Festland. Irgendwann dann die kleinste Destillerie in den Highlands oder so, glaube ich, als ich irgendwann nochmal dort war. Was jetzt draufsteht, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber wen es interessiert und wer noch ein bisschen mehr über Edredauer erfahren will, der schaut wirklich mal in das Video vom Daniel Beutner rein auf seinem Kanal Götterfunken TV zu dem Whisky. Und er erzählt auch sein Kollege, wie heißt der Dieter, wie heißt der? Nee, Entschuldigung, David Christopher von Whisky and Arts, der erzählt auch noch ein bisschen mehr über Edredauer. Das will ich mir jetzt an der Stelle sparen. Also, schaut euch das Video an und wir schauen uns jetzt den Whisky an. Ihr seht, ich habe mir hier schon mal 2 Gläschen eingeschenkt. Das hat sicherlich einen Grund. Aber der Reihe nach. Also, die Nase, muss man wirklich sagen, auf den ersten Schnack, die ist einfach nur betörend. Das ist einfach nur eine super geile Nase, wenn man auf sowas steht. Ich will euch vorwarnen, ich habe da tatsächlich, ihr seht es, schon einiges davon probiert jetzt in den letzten Tagen. Habe sogar tatsächlich mal mehr oder weniger einen ganzen Nachmittag nur dran gerochen. Ich war im Haus unterwegs, habe irgendwas gemacht, habe immer mal wieder dran innegehalten, mal ein bisschen dran gerochen. Die Nase ist einfach genial, wenn man drauf steht. Ne? Also es ist halt Rauch und der Wein ist natürlich sehr, sehr präsent. Also, aber klar, ich stehe natürlich drauf, ne? Port Charlotte, Crew, Valinches und so weiter, auch wenn der Rauch nicht vergleichbar ist. Aber Rauch und Wein ist für mich einfach eine richtig geile Kombi. Und ja, du hast zwar den Rauch, hier auch direkt präsent, Balechin 50 ppm. Da hat sich aber schon einiges abgebaut über die letzten 17 Jahre. Also das ist jetzt nicht so, dass der dir ins Gesicht springt, der Rauch. Wobei er das bei jüngeren Balechins auch nicht zwingend tut. Also das ist einfach eine andere Art von Rauch als die, sagen wir mal, die Eiler-Stinker. Aber der Wein spielt hier die erste Geige. Der Bordeaux-Wein sagt, hier geht es lang. Nicht das Fass, der Bordeaux-Wein sagt, wo die Richtung lang geht. Du hast Brombeeren, du hast Johannisbeeren, tiefe, dunkle Früchte, die fast schon ein bisschen so in Richtung angegoren gehen. Also sehr reif, sehr weinig auch ein Stück weit. Natürlich nicht weiter angegeben, was für eine Rebsorte. Weinkenner
wissen, dass es in Bordeaux, glaube ich, alkalische Böden vorherrschen. Das heißt, man hat dort eben diesen, ja, eben diese, ja, diese Fruchtnoten irgendwo ein Stück weit. Aber ich finde, das Ganze geht eben schon so ein bisschen in eine sehr reife, sehr süße Richtung. Das hat für mich schon fast so ein bisschen was wie Mousse, Pflaumenmousse, irgendwo ein Stück weit geräuchertes Pflaumenmousse mit Brombeeren, mit Johannisbeeren, mit all diesen Früchten mit dabei. Eine gewisse weinige Säure hat er schon auch, das kann man schon, muss man schon sagen. Und dann, irgendwann, hat er eben dann dahinter, ja, so eine, da kommen dann langsam so die Tannine. Ja, Tannine aus dem Fass, Tannin, aber auch so ein Stück weit aus dem Wein, so ein bisschen geröstete Holznoten, ganz weich, nicht beißend, sondern wirklich so, also nicht so eine europäische Eichenkeule oder sowas, sondern wirklich eine schöne, weiche, geröstete Holznote, wunderbar. Wobei, kurzer Ausflug, das wundert mich ein bisschen und vielleicht ist der ein oder andere Weinkenner von euch dabei, helft mir da mal ein bisschen. Eigentlich geht es ja bei Bordeaux auch ganz häufig darum, diese Fruchtaromen unverfälscht drüber zu bringen. Also mit, ja, da wird dann der Wein irgendwie sogar in Zement- und Stahltanks gelagert, Terrakotta-Amphoren und so weiter und so weiter. Wo kommt eigentlich, und wenn in Holz, dann doch in anderen Holzfässern irgendwie, ne, wo kommt denn eigentlich ein Bordeaux-Hogshead her? Hogshead, 250 Liter. Da wird doch nicht wirklich Wein drin gelagert, oder? Egal. Ja, so, und jetzt wird es dann irgendwann ganz witzig. Oder beziehungsweise jetzt kommt der Punkt, ab dem es dann bis dahin noch alles gefällig, tutto bene, wunderbar, everybody's darling, machst du nichts falsch. Und jetzt kommt schon so ganz leicht in der Nase eine Schwefelnote. Jetzt merkst du, oh, das ist nicht nur Götterfunken, sondern da ist auch ein ganz klein wenig Teufelswerk dabei. Probier mal. So, jetzt pass auf. Also, du hast ein super cremiges Mundgefühl im Antritt. Wahnsinn. Der Daniel Beutner sagt in seinem Video, das kommt angeblich von diesem Morton Refrigerator. Das ist, den kenne ich auch noch von meinen Besichtigungen. Und da legen die tatsächlich sehr, sehr viel Wert drauf. Also das ist sozusagen ein, ja, so ein Kasten mit so Lamellen drin. Und dort wird wirklich das Wort, also das warme Wasser, mit dem das, der Zucker aus der Gerste gespült worden ist, runtergekühlt, bevor es dann eben in die Washbacks geht zum Gären. Heute macht man das in der Regel mit modernen Wärmetauschern, die machen das halt noch mit diesem Morton Refrigerator. Und ja, die legen da auch immer in der Destillerie sehr, sehr viel Wert drauf und sagen, oh, der Charakter und dieses Mundgefühl, und das kommt alles nur von diesem Morton Refrigerator. Ich glaube aber auch ein Stück weit, dass das Mundgefühl ein Stück weit wirklich von den 17 Jahren, von der Oxidation kommt, von den Fässern irgendwo ein Stück weit auch kommt. Aber ich kann mich täuschen, am Ende ist auch wurscht, wo es herkommt. Er hat wirklich ein super cremiges Mundgefühl. So. Und in der weiteren Entwicklung, du hast natürlich absolut genau auch hier wieder so diese tollen roten Früchte, leicht angegoren, Brombeeren, Johannisbeeren, all das aus der Nase, das wiederholt sich hier gerade ein bisschen, dann gibt es so langsam ein bisschen Leder, das ist eine Rauchnote irgendwann. Und dann so auf den letzten, bis dahin alles gut, alles super gefällig, ganz toll, Leder, bisschen Kuhstall ist auch noch dabei, klar, das geht dann schon so ein bisschen in diese Richtung. Das ist einem auch ein bisschen der Rauch von Edredauer. So, und dann so auf den letzten Metern. Und dann kriegt er aber schon so ein bisschen eine Kante, muss man sagen. Ne? Dann merkt man so auf einmal, oh, jetzt schwefelt es aber ein bisschen. Da kommt ein bisschen Schwefel dazu. Wie gesagt, für mich gar kein Problem. Ich mag das sogar sehr gerne. Und wenn man dann noch einen zweiten oder vielleicht sogar noch einen dritten Drum am Abend hat, kleinen dritten Drum, und dann merkt man, wow,
diese letzten Meter, diese letzten paar Zentimeter, oh, alter Schwede, da bekommt er wirklich eine richtige Kante. Und spätestens dann wird es natürlich mal Zeit, mit Wasser rum zu experimentieren und auch mal stehen zu lassen, zu gucken, was da passiert. Hier ist jetzt ein Löffel Wasser drin und hier sind zwei Löffel Wasser drin. Und die stehen jetzt eben schon, ja, ich habe die kurz vor wir angefangen haben zu drehen, 15 Minuten vorher eingeschenkt. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon geht, aber wenn wir sagen, so 15 Minuten, 20 Minuten stehen die jetzt schon. Und jetzt gucken wir mal. Fair enough, ich weiß schon, was passiert. Also ich habe das für mich schon probiert. Mehrfach. Weil, ich möchte euch eine qualifizierte Meinung geben. Ja, aber trotzdem ist es jetzt nochmal wieder ein Stückchen anders, aber es bleibt unstrittig, wenn mit dem ersten Löffel Wasser wird diese Schwefelnote noch ein bisschen dominanter. Die Früchte werden ein bisschen heller, es wird jetzt ein bisschen, ja nicht sauer wäre jetzt übertrieben, aber es wird ein bisschen heller, es wird ein bisschen mehr, kommt ein bisschen mehr Frische mit dazu und die Schwefelnote wird präsent in der Nase. Witzigerweise hast du dann auch durchaus so ein paar Seitenaromen, ne, die dann irgendwie so ein bisschen reinsprenkeln. Sowas wie Leder kommt dann hier auch noch ein bisschen rein. Dann kommt ein bisschen Vanille mit dazu. Also da tut sich dann ein bisschen was. Diese weichen Holznoten bauen sich schon mal so ganz langsam aus. Und in der am Mund, Achtung. Auch im Mund. Diese Schwefelnote wird jetzt schon deutlich. Das muss man schon sagen. Das Ganze geht jetzt wirklich so ein bisschen in die Richtung, kennt ihr so reifen Camembert? Wenn der schon so richtig anfängt zu fließen und flüssig ist, ne? Das Ganze geht jetzt wirklich so ein bisschen in diese Richtung. Reifer Camembert, cremiges Mundgefühl, reifer Camembert, cremig, kräftig, mit Preiselbeeren drauf. Aber das Ganze auch noch so ein bisschen geräuchert. Und der steht. Er steht ewig, ewig, lang. Also das ist so die Aromatik, ne? So reifer Camembert mit Preiselbeeren und das Ganze irgendwie geräuchert. Geil. Das zweite Glas mit zwei Löffeln Wasser, mit zwei guten Löffeln Wasser. Und jetzt passiert Folgendes, zumindest ist bislang immer Folgendes passiert. Ja. Also, jetzt passiert Folgendes. Die Frucht geht jetzt immer mehr in den Hintergrund. Ja, sie wird immer saurer, will ich nicht sagen, aber immer frischer. Gerät immer mehr in den Hintergrund. Jetzt kommt tatsächlich auch ein bisschen mehr von dem Rauch noch mehr durch. Also jetzt wird das Ganze tatsächlich etwas rauchiger. Jetzt geht es auch ein bisschen in Richtung aschig, aschiger Rauch. Und die Schwefelnote ist fast weg. Jetzt hast du wirklich Rauch. Asche, Holz. Ganz anderer Schnack. Ganz anderer Schnack. Ist jetzt richtig süß auch. Wie gesagt, weniger fruchtig, sondern mehr süß. Die Früchte gehen irgendwie in den Hintergrund. Es kommt so eine süße Mitte zu. Schwefel ist jetzt fast weg. Jetzt geht es wirklich auch der Holz, die Holz, diese Aschigkeit kommt ein bisschen zu, deutlich mehr Vanille. Jetzt gibt es auch ein bisschen mehr, ja, ich will jetzt nicht sagen Pfeffer oder sowas, aber da würzelt es jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr. Also diese Kante hinten raus, die entwickelt sich. Das ist ein total spannender Whisky. Nichts für Zisch und Zack, einmal probieren, da geht man sehr, sehr viel über vieles hinweg. Den muss man, ja, ich würde es fast schon sagen, studieren. Ach ja, der feine Herr, er studiert seinen Whisky. Er ist natürlich zum Genießen, da ist schon klar. Aber es ist einfach wirklich spannend, was da passiert. Von Whisky unverdünnt über ein Löffel Wasser, zwei Löffel Wasser stehen lassen, Zeit geben und so weiter. Fazit. Also, Obacht, meine Verpflichtung als YouTuber ist ja euch sozusagen
zumindest mal meine Meinung kundzutun. Ist ja, wie gesagt, kein ganz so günstiger Spaß. 160 Euro die Flasche. Ich habe sie mir direkt gekauft, weil, wie gesagt, Götterfunken TV seit Jahren kostenfrei konsumiert. Plus Barlechen mit Wein. Da war ich mir sicher, das wird schon funktionieren. Aber man muss wirklich sagen, Obacht, der ist auf den ersten Schluck gefällig. Der ist die erste Strecke im Mund super gefällig. Und dann kriegt er eine leichte Kante, fast schon so ein bisschen eine anstrengende Kante. Und die verändert sich dann je nach Wasser. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, der ist ja als Zigarrenbegleiter gedacht, also ein Zigarmort. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn man dazu jetzt noch eine Zigarre nimmt. Ja, Frauchen hat mir verboten, in der Wohnung zu rauchen. Nein, aber ich hätte auch so keine Zigarre genommen. Egal. Ich wollte ihn so probieren, aber er ist natürlich eigentlich auch ein Stück weit für eine Zigarre gemacht. Also, macht was draus. Wein, präsent, jawohl, Schwefel, stehe ich auch ein bisschen drauf. Mir taugt er, aber ich sage Obacht. Und warum, habe ich jetzt, glaube ich, oft genug erzählt. Jetzt will ich das. Schön, dass ihr dabei wart. See you next time.